Martin Heidegger, Sein und Zeit. Sein ist jeweils das Sein eines Seienden. Salvete zu den Nachsinnungen. Nun, die Frage ist, soll hier in den heideggerianischen Kontext eingedrungen werden oder in den bloß begrifflichen? Und wäre Zweiteres überhaupt möglich, ohne in den heideggerianischen Kontext einzudringen? Denn ein bekanntes Wort lautet ja, ein Satz Heideggers impliziert den ganzen Heidegger. Und der ganze Heidegger wiederum ist vielleicht in einem Satz kondensiert, aber er ist gewiss kein geringes. Nun, wir wollen aber hier nicht Heideggern, wie Heidegger selbst gesagt hat, sondern wir wollen doch kurz, ex spontaneo gleichsam, am Text arbeiten. Nun, Sein ist jeweils das Sein eines Seienden. Die Unterscheidung von Sein und Seiendem, naja, wir wissen, es ist die sogenannte ontologische Differenz. Aber was heißt es, wenn zum einen einem Seienden ein Sein unterliegen muss und dieses Sein selbst aber im Grunde ein Sein selbst ist als Sein selbst zum einen und ein Sein des Seins zum anderen? Hier hätten wir zumindest schon eine, man könnte sagen, qualitative Verdoppelung des Seins im Gegensatz zum Seienden. Nun, das Sein ist dasjenige, bei Heidegger, welches auf das Seins Ganze des in der Welt Seins in diesem Sinne sich bezieht. Es hat diesen Bezug zum Verstehenskontext des Ganzen. Es hat eine holistische Dimension. Es hat in diesem Sinne auch eine unterliegende, eine grundierende, wir wollen nicht sagen eine Ding an sich hafte, eine Hypokeimenonhafte, gerade dies ja nicht und doch die Assoziationen gehen in diese Richtung. Aber sagen wir, es ist eine im Verstehenshorizont auf das Ganze hinzielende, welche dann dem je spezifisch einzelnen Seienden ja, offenkundig zugrunde liegen muss, welches ist dieses einzeln begegnende, man könnte sagen, gleichsam das Dinghafte, jedenfalls dieses Spezifische eines Seienden, eines Seins als Seienden davon, womöglich. Nun einmal mehr, und was wäre damit gesagt? Es wäre gesagt, das Sein ist jeweils das Sein eines Seienden, heißt, es gibt zum einen eine Verbindung der beiden, die nicht losgelöst ist. Das heißt, das Sein als das Sein Ganze inheriert schon das Spezifische des Seienden davon, ohne aber, dass das Seiende, obgleich es ja jeweils ein Sein seiner selbst bedingt, in diesem Sein bloß oder nachgerade schon aufginge. Ansonsten könnte es ja nicht im Grunde diese Seinsvergessenheit zum einen, aber auch die Frage nach dem Sein zum anderen geben, wenn im Seienden, in jedem schon gegebenen Seienden, etwa in diesem Glas, in diesem Tisch, in diesem Buch, in meinem Körper, vielleicht nicht in meinem Leib, wenn darin das Sein immer schon in derselben Weise gedacht wäre wie im Seienden, denn ansonsten wäre die Frage nach dem Sein nicht von derjenigen nach dem Seienden zu unterscheiden. Das heißt, die ontologische Differenz, sie scheint hier zum einen eine Art Komplementarität der beiden zu inherieren, dadurch, dass das Seiende dem Sein angehört, als dem Sein hin zu des Sein Ganzen und andererseits insofern ja doch jedem Seienden ein Sein zugehört und jedes Sein das Sein eines Seienden sein muss, also eine Komplementarität, die aber doch in der Differenz sich widerscheidet. Eine Art Identität in der Differenz und eine Differenz in der Identität. Man könnte gleichsam sagen, eine Art Ambivalenz, die zugleich auf eine Art Einheit drängt. Das ist ja auch die Einheit der Welt, des in der Welt Seins, des Verstehbaren, des dann Besorgens der konkret seienden Dinge und doch eine Art Scheidung, die auch eine Art, man könnte sagen, eine Scheidung der Weltzugänglichkeit ja sein muss, weil ansonsten einmal mehr gäbe es nicht die Möglichkeit, vom Seienden auf das Sein erst vorzustoßen. Und ich glaube, hier könnte man auch sagen, tritt eine der Stärken einer in diesem Sinne hermeneutischen Phänomenologie zutage, die immer schon Ontologie sein will, weil sie hat diese Unmittelbarkeit, dass sie ja im Seienden schon nach den tieferen Verhältnissen des Seins fragt und doch darüber hinaus im Grunde sich durch sich selbst schon bewährt, als über sich hinausgehend und dann umgekehrt betrachtet von diesem Sein her auch wieder rückfragt auf dasjenige, was es vielleicht erst unmittelbar zur Frage macht und in diesem Sinne auslöst. Das heißt, Unmittelbarkeit wird zum tieferen Verhältnis und im tieferen Verhältnis ist das hier Unmittelbare nicht wegzudenken. Nun, Sein ist jeweils das Sein eines Seienden. Dabei belassen wir es.